Einen schönen guten Tag. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie EasyZVT mit Wabi Profi 3 in Betrieb nehmen. Sie müssen oben auf Lizenz, Freischalten, Versionswechsel klicken und dieses Zusatzmodul EasyZVT zu Ihrer gewünschten oder bereits installierten Version hinzubuchen. Dieses Modul ist in der Regel kostenfrei, insofern Sie EasyZVT über uns erworben haben. Sollten Sie es direkt beim Hersteller erworben haben, ist die Aktivierung dieses Zusatzmoduls mit Zusatzkosten verbunden, die Sie bei uns erfragen können. Okay, danach, wenn Sie dieses Modul aktiviert haben, beenden Sie das Programm und starten das Programm erneut, um uns die neue Identifikationsnummer per Mail zu übermitteln. Nun klicken Sie auf Administration Systemeinstellungen und wählen der Karteikarte LPay und ZVT hier in der Karteikarte ZVT die dementsprechende Konfiguration aus. Haben Sie EasyZVT noch nicht installiert, empfehlen wir Ihnen hier den direkten Download von EasyZVT ab der .NET-Version 4.5. Das heißt, haben Sie ein altes Betriebssystem, dann sollten Sie die .NET-Version 2.0 wählen und haben Sie ein neueres Betriebssystem, also sprich Windows 10, dann können Sie getrost hier Download EasyZVT ab .NET-Version 4.5 auswählen. Sie haben nun diese Web-Installationsoberfläche hier, da klicken Sie einfach nur auf Installieren. Und schon ist EasyZVT installiert. Also das ist relativ simpel. So, haben Sie das installiert, benötigen wir nun die Aktivierung. Wir sagen hier ZVT-Terminal vorhanden und angeschlossen. In der Regel, also per COM oder wird in der Regel nicht mehr verwendet, das wird auch demnächst rausfallen, sondern es läuft alles über LAN. Also, wenn Ihr Terminal am Router oder am PC angeschlossen ist. Sie benötigen nun die IP-Adresse Ihres Terminals, das Sie in dem Konfigurationsmenü Ihres Terminals herausfinden können und hier eintragen können. Der Port ist standardmäßig 22.000, die Kasse ist immer oder meistens die Nummer 1. Und dann haben Sie hier das dementsprechende Passwort, das natürlich zu Ihrem Terminal passen muss und das Sie aus Ihrem Terminal auch auslesen müssen. So, hier wählen Sie die Zahlungsart, die Sie bei Ihrem Provider haben, in der geregelt normalerweise gemäß Terminal-Einstellungen, da können Sie nicht viel verkehrt machen. Und hier geben Sie die Lizenznummer ein, die Sie von uns erhalten haben. In der Professional-Version druckt die Kassensoftware den Beleg, was wir Ihnen empfehlen, auch zu aktivieren. Sie haben hier verschiedene Anzeige- bzw. Dialogfenster, wo Sie dann sagen können, wie die Ausgabe aussehen soll. Standarddialog, nur Logo oder ohne Dialog. Wählen Sie einfach Standarddialog und so weiter. Das können Sie immer noch gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt umstellen. Hier vertragsabhängige Funktionen. Das ist jetzt die gute Frage, was Sie jetzt natürlich bei Ihrem Provider haben. Können Sie einen EC-Storno machen? Machen Sie das generell? Ja, nein. Wenn Sie das nicht tun, würde ich auch sagen, kein Storno möglich. Das heißt, die EC-Zahlung ist gelaufen und wenn der Kunde sagt, naja, ich will es jetzt doch nicht, warum auch immer, dann können Sie ihm das Geld in bar auszahlen, abzüglich natürlich der Transaktionskosten, die Ihnen durch diesen Zahlungsverkehr entstanden sind. Also das ist immer die absolute Safe-Variante, weil wenn Sie da was verkehrt machen und den falschen Bon mit übergeben, kann es unter Umständen alles etwas schwieriger werden. So, nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben, können Sie das Programm schließen und dann nun direkt etwas verkaufen. Wenn wir jetzt etwas verkaufen, passt schon, ich sage jetzt bezahlen, haben wir nun die Möglichkeit, hier ZVT auszuwählen. Ich sage jetzt hier einfach mal weiter. Ja, okay, ich habe jetzt hier keine IP-Adresse, aber dann würde das so aussehen. Dann würde hier der Betrag drinstehen, die Terminal-ID würde drinstehen und so weiter. Da wir aber hier im Test- bzw. im Demonstrationsmodus sind, stehen natürlich hier keine Informationen drin und Sie können dann, und EasyZVT erkennt es dann selber, ob die Zahlung erfolgreich ist oder nicht oder ob der Benutzer auf Abbruch geklickt hat, also sehr, sehr komfortabel. Und der Riesenvorteil ist ganz einfach, dass diese Betragsübergaben hier direkt vom Programm zu EasyZVT stattfinden und somit die Wahrscheinlichkeit, dass bei der Eingabe des Betrages oder bei der manuellen Eingabe des Betrages am EC-Terminal Fehler gemacht werden, diese Möglichkeit ist hier komplett ausgeschlossen.
Ja, ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.